Er gibt noch nicht auf, der Markt. Er hat zwar schon angedeutet, dass er es ernst meint mit der Abwärtsseite, aber wir sehen das über die verschiedenen Indizes, wir gucken uns gleich mehrere an, dass das, was wir gestern als heftige Abwärtsseite noch wahrgenommen haben, wo wir uns noch erschrocken haben und gesagt haben, hey, coole Chance, nach unten, das ist alles wieder wettgemacht worden und im Gegenteil, der Markt hat sich wieder deutlich erholt. Der S&P zum Beispiel, allerdings auch der Dow Jones, wenn wir hier nochmal gucken, das war die Abwärtsseite von gestern. Also ungefähr so sah das gestern aus. Aber wir sehen auch, wie wichtig das mit dieser Trigger-Überlegung ist, dieser Bestätigung, dass der Markt dann auch tatsächlich die Unterseite da so irgendwo triggern muss. Super, jetzt habe ich dann auch noch schnell den falschen Knopf erwischt, dass er den nach unten triggern muss, denn wenn er dann nach oben auswandert, naja gut, dann ist da auch nicht viel mit der Triggerseite zu holen. Also insofern zumindest mal Beruhigung. Die Idee war super, allerdings der Markt hat es nicht haben wollen. Man ist also nicht immer mit einer guten Idee davor geschützt, nicht irgendwo mit dabei zu sein. In diesem Fall war das offensichtlich so. Okay, was haben wir denn jetzt aktuell zu erwarten? Der Markt also immer noch relativ stark, aber da droht schon wieder die nächste Schlappe. Wir sehen hier quasi zur Börseneröffnung ist der Kurs wieder dramatisch runtergekommen. Also nächster Versuch. Wir sehen, dass der Markt also nach oben immer frechere Bären hat, mit denen er zu kämpfen hat. Allerdings, wenn wir ehrlich sind, wenn wir so ein bisschen zurückgucken, das hatten wir schon ein paar Mal hier und immer wieder war die Aufwärtsseite stark. Solange das der Fall ist, macht es keinen Sinn, die Short-Seite großartig zu spielen. Kurzzeitig ist das sicherlich möglich, aber großartig ist das nicht wirklich sinnvoll. Wie auch. Allerdings jetzt hier solche Sachen, das deutet sich an. Ich gehe mal hier auf Minutenchart. Ich weiß, das ist für viele viel zu eng, aber eigentlich ist das ziemlich genau das, was wir sexy finden. Eine wunderbare Abwärtsbewegung, eine wunderbare Aufwärtsbewegung und das hier ein möglicher Trigger auf der Unterseite. Also gar nicht wirklich was Außergewöhnliches. Das kann man durchaus mal mitnehmen und sagen, vielleicht ist das die Initiation der ganz großen Abwärtsbewegung. Aber selbst wenn es in einem kleineren Maße bliebe, hätten wir zumindest mal für den Nachmittag ein bisschen Spaß auf der Abwärtsseite. Also sowas in der Richtung, damit können und müssen wir immer wieder mal rechnen, dass wir so einen kleinen Schub hier nach unten da mal mitnehmen können. Deshalb die Abwärtsseite finde ich aktuell, wenn ich dieses Bild im 5-Minuten- oder in diesem Fall 1-Minuten-Chart angucke, das ist wirklich was für Hardcore-Kurzfrist-Trader, durchaus attraktiv beim Dow Jones. Aber deshalb habe ich eben gesagt, wir müssen andere Indizes auch angucken, den S&P nämlich beispielsweise. Da sehen wir, wo war das? Ich sehe es nicht wieder. Im Gegenteil, da ist die Aufwärtsbewegung. Machen wir hier mal das auch auf dem Minutenchart. Abwärts sehr stark, aufwärts auch wackelig, aber eben deutlich höher gelaufen. Und für uns gilt da die ganz große Regel oder grobe Regel, die 78er-Marke überschritten, dann ist die Richtung, die wir wollten, nämlich in dem Fall die Short-Richtung, obsolet, weil die Gegenbewegung einfach zu lang war, als dass die Begeisterung der ersten Abwärtsbewegung sich hier noch fortsetzt. Es ist nicht gesagt, dass der Kurs nicht trotzdem noch nach unten geht, aber ich finde dann die Verhältnismäßigkeiten auch bei Chance-Risiko-Relationen nicht mehr so sexy, wenn ich das hier mal so ein bisschen in den Bezug bringe und dann sage, letzte Zwischentief hier, mein Tief liegt, mein Einstiegstief quasi, mein Punkt für die Short-Seite liegt hier, hier schon mein Target bei der 100%-Marke. Also man sieht schon, der S&P ist nicht der Burner auf dieser Idee, dann ist es dann doch eher der Dow Jones. Jetzt gucken wir noch abschließend ganz kurz auf den Nasdaq, denn der ist ebenfalls ja stark und heftig eingebrochen, hat sich aber wieder erholt und jetzt im Moment, die stärkere Seite ist die nach oben. Die Abwärtsseite ist, ich sage jetzt mal eher die korrektiv anmutende. Wenn dann der Kurs nachher die letzten Zwischenhochs hier wieder rausnimmt, dann wäre das wieder eine Überlegung für die Long-Seite. Vorsichtig, das, was ich hier gezeichnet habe, ist total cool, wenn der Kurs auch hier sein Tief hat. Da er im Moment aber noch oberhalb des letzten Zwischentiefs ist, gilt das natürlich nicht. Das heißt, erst abwarten, bis er noch ein bisschen tiefer geht, dann das letzte Zwischenhoch hier im nahen oder hier im etwas größeren Bild. Na, jetzt habe ich es nicht getroffen, hier im etwas größeren Bild nehmen, um dann die Long-Seite nochmal mitzunehmen. Also wir sehen, der Markt ist am Kämpfen in beide Richtungen aktuell, auf der kleinen Ebene, auf der etwas größeren Ebene. Hier lässt es sich im Stundenchart eigentlich ganz gut erkennen. Das wären durchaus typische Verhaltensmuster, Schub in die eine, wackelig in die andere Richtung, Trigger auf der Oberseite als Auslöser. Wenn er also da drüber gegangen ist, dann
Nicht jetzt schon dann hier unten, oder kann ich mir das schon sparen, da gehe ich hier unten schon rein. Wenn der Markt nämlich dann das macht, weil er sagt, wieso, du hast auch gesagt, ich soll runter, dann ist man natürlich doof dran, wenn man hier unten long geht und der Markt einfach nach unten wegbricht, was natürlich sein kann. Deshalb ist das mit den Triggern gar nicht so doof. So, ich hoffe, dass das ein bisschen eine Anregung war, was heute hier geht. Im Moment das Wechselspiel auf den kleinen Ebenen notfalls auch einen Trade mitnehmen. Idealerweise sollten die Märkte Übereinstimmung haben. Das heißt, sollte der DAX, ja, der DAX auch, aber der S&P und der Dow Jones ein ähnliches Bild haben. Er hier triggert hier schon. Ich hoffe, dass es einer meiner Jungs gerade hier im Auge hat. Aber das ist eine Situation, die ich auf jeden Fall per se gesprochen genau mustergültig finde, weil die eine Seite sehr stark ist und die andere Seite sehr schwach. Wichtig, vielleicht, wenn wir das gerade eh noch mal dran haben, wo stoppen wir sowas? Soll ja nicht jetzt hier, ja klar, und im Nachhinein war es wieder keiner. Da haben wir eine ganz einfache Methodik. Wir messen quasi bis zu dem Einstiegspunkt und nehmen die 78er als einen Initialstopp für diese Bewegung. Also das wäre im Prinzip hier der ideale Initialstopp, unser Target, unser Mindestziel zumindest mal hier auf der 100er Marke. Und dann aus meiner Sicht ganz wichtig, immer noch einen Trailing Stop mit dazu nehmen. Das heißt, wenn der Markt dann auch wirklich läuft, dass man dann sagt, okay, ich muss da nicht auf der Position lange sitzen bleiben. Das heißt, in diesem Fall haben wir den Supertrend beispielsweise, Parabolix würde auch gehen, das Prinzip ist hier mehr oder weniger das gleiche. Und dann kann man sagen, okay, jede Minute kriege ich einen neuen Punkt und ziehe den Stop nach. Noch nicht, weil hier sind die Stops noch ein bisschen oberhalb, aber wenn der Kurs weiterläuft, wird nachgezogen. Ist der jetzt ganz sicher positiv, dieser Trade? Nein, natürlich ist er das nicht. Die Wahrscheinlichkeiten dafür sind aber relativ groß, dass wir den Stop so weit nachziehen, dass wir mit dem Freude haben oder er sogar noch richtig in Richtung Ziel unterwegs ist. Aber ein einzelner Trade muss nicht positiv sein, auch nicht bei diesem hier. Das weiß man erst im Nachhinein oder wissen wir erst im Nachhinein, was den einzelnen Trade angeht. So, jetzt drücken wir uns mal alle die Daumen, dass wir heute Nachmittag auf den richtigen Seiten des Marktes unterwegs sind. Dafür alles Gute, bis zum nächsten Mal.